Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws. Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. So, wir wollen. Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Natürlich nicht. Jetzt mal hier in. Langsam in dem Bereich von. Vergessen, wie die Gruppe heißt. Die Kopfgeldjäger. Hey, redet ihr gerade über eine Holodisk? Ja, wir arbeiten mit einer Kopfgeldjägerin mit einem ernsthaften Sabak-Problem. Hat im Diebesviertel ihr letztes Hemd verloren. Vielleicht ist sie noch da. Oh. Soll ich da Sabak spielen? Dann hoffentlich leichter als der letzte Tisch, an dem ich es versucht habe. Hallo? Gut, hier rein. Bin ich denn hier? Alles so weiß in weiß ist, tue ich mir immer ein bisschen schwer. Wisst ihr was? Ich bin in Sabak-Laune. Probier das direkt. Okay, hier sind noch überall Fragezeichen, ne? Was? Hier irgendwo mit Sicherheit der Sabak-Tisch, wo wir vorher vorbei sind, Fragezeichen. Wo war der denn? Er war schon hier irgendwo, ne? Ja. Hey, willkommen am Tisch, Kleine. Ach, danke. Sag mal, ist das deine Holodisk? Ja, eine Kopfgeldjägerin hat sie verloren. Meinte, sie sei unbezahlbar. Aber wir behalten sie eher aus Spaß. Was macht sie denn so kostbar? Oh, dasselbe wie immer. Es soll eine Schatzkarte vom alten Jet Cordo sein. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Am Ende ist es immer gequirlte Banta-Kacke. So, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Oh, upsie. Und Spiel starten. Ich zeig euch mal, wie man das macht. Ja, was? Lass euch gleich viel zahlen. Spaß damit. Und ich halte jetzt einfach voll. Ich habe schon Sabak. Heißt, kann so arm nicht ausgehen, oder? Passe. Ich passe. Sabak. Zweimal würfeln. Mutig. Na, seht ihr? Kein Glück. So, wunderbar. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld, wie ich gern hätte, aber ist egal. Wir können zweimal ziehen, dann. Ah, wir ziehen gar nicht. Never mind. Halte. Solche Karten, wenn ich immer hätte,
Ja, halt. Halte. Na. Einser Sabak. Immer her damit. Ja, der hat noch eine Münze. Ich kann noch dreimal ziehen. Und, also fünfmal eigentlich, krieg ich auch wieder Geld zahlen. So, der kann nichts mehr machen. Wir schauen mal nach, was er hat, würde ich sagen. Nix. Er kann nicht mehr ziehen. Also ich weiß nicht, er hat noch eine Kontrollkarte, aber Gott weiß, was das ist. Na dann. Dann schauen wir mal. Ich meine, wir sind zu 100% besser auf jeden Fall schon mal als er. Kontrolle. Gib mir was Gutes. Probier es halt trotzdem, ob man nicht einen Einser oder so bekommt. Nehm zweimal Würfel. Wird jetzt so dumm sein. Her mit dem Würfel. So, ich muss nur irgendwas würfeln, was weniger Abstand als 3 ist. Ja, super Sache. Ne, 1 schon mal. Nehmen die 1. Dann nehmen wir wohl die 2. Oh. Ha, war ja einfach. War ja einfach. Hab das gehört. War ja einfach. Tja, ich breche ungern mit eurer Tradition, aber ich will mir mal ansehen, ob da was dran ist. Oh, du süßes kleines Ding. Ich drücke dir alle Daumen. Viel Glück. Keine Sorge, ich schlage euch bald wieder. Okay. Soweit, so gut. Schon mal. Dann fragen wir den mal, wo er sein Geld verloren hat. Okay. In der richtigen Richtung unterwegs. Hier ist auch ein Fragezeichen. Da drin. Ah, ist aber ziemlich zu, würde ich sagen. Wir suchen jemanden. Hier gibt es bezahlbare Schiffsverbesserungen. Ja, ich ist der Typ drin. Verloren? Nein. Natürlich die Frage. Oder ist. Kann den streichen. Das ist auf jeden Fall wichtiger als eigentlich hey, alles andere. Ja. Doch super süß. Du schaust traurig aus. Hallo, kannst du mir helfen? Hallo. Kommt drauf an. Was brauchst du denn? Naja, ich war am Sabak-Tisch ein bisschen zu gierig. Ich brauche nur ein Schiff nach Hause. Ich bin fertig mit Kijimi. Hab eine Zugangskarte zu verkaufen, wenn du willst. Was hab ich davon? Mit der Zugangskarte gelangst du an einen exklusiven Sabak-Tisch. Die höchsten Einsätze auf Kijimi. Das heißt, na, wie wär's? Kichi. Klar, kauf mir die, hallo. Ich nehme dir die Karte ab. Oh, danke.
Ich bin so erleichtert. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich bin mir sicher, ich komme zurecht. Der Tisch gehört einem Mitglied des Ashiga-Clans. Mit dem solltest du dich gut stellen. Mhm. Chimi. Heißt doch Kichimi und nicht Kimchi. Dann bin ich einfach dumm. Ja, kann auch sein. Auch okay. Okay, der ist da hinten, der geheime Sabak. Wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen hier weiter hoch und jetzt doch mal den Ashiga-Bereich, würde ich behaupten. Schauen wir mal, ob die mich reinlassen. Schnellreise lässt mich schon mal nicht weiter. Hey, Wes. Diese Außenseite. Die Ashiga kontrollieren Kijimi. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Was brauchst du? Jemand, der viel herumkommt und andere Planeten besucht. Dann hast du Glück. Mein Schiff und ich sind offen für Aufträge. Der Clan hat Kundschafter nach Toshara und Akiva geschickt. Wir wissen, dass du dort Kontakte hast. Du musst unsere Kundschafter treffen und ihre Berichte abholen. Klingt einfach. Wo sind die Treffpunkte? Ja, und das Hoffnung und dieser Schienensiedlung. Die Kundschafter suchen nach potenziellen Expansionsmöglichkeiten für den Schwarm. Wenn du sie triffst, gib ihnen diese Nahrungspakete. Ah, zu Hause schmeckt's am besten. Essentielle Mineralien und Enzyme, damit der Rückenpanzer glänzt. Sei höflich. Mhm. Na wunderbar. Höflich ist, wenn man alles einsagt, was man sieht, oder? Schauen wir mal. Hä? Hast du was, Kleiner? Gar nichts hier drin. Okay. Cool. Du bist uns gegenüber loyal. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ankh rausfinden kann. Also ich darf sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Wir haben einen Rabatt für dich. Bis zum nächsten Mal. Was ist los? Klang ja ziemlich wichtig. Sehr wichtig sogar. Du musst einer äußerst heiklen Angelegenheit auf den Grund gehen. Und sei bitte diskret. Ich weiß, wie man nicht auffällt. Wo liegt das Problem? Es gibt beunruhigende Meldungen vom Schleichhandel. Zum Wohle des Geschäfts tolerieren die Ashiga alle möglichen zwielichtigen Waren auf Kijimi. Gewürz jedoch nicht. Das Zeug ist gefährlich. Was soll ich für euch tun? Finde die Quelle des Stoffs und erstatte uns dann Bericht. Mal sehen, was ich rausfinde. Mhm. Gibt's hier auch schon Gewürz. Eine Droge. Ja, schau mal, das Ashiga ist ja tatsächlich gar nicht so groß. Dann zeigen wir mal, wie leise wir sein können. Siehst du was? In Ordnung. Okay. Was siehst du? Ist
jemand in der Nähe. Das ist ein Problem. Zeit für eine kleine Showeinlage. Wir kennen diese Kreatur nicht. Okay. Hier kann ich rein. Einmal her können wir Tür. Ist vorüber. Ganz ruhig, ich ergebe mich. War da jemand? Oder nicht? Ich hab's gehört, aber ich dachte mir, hä, kann ja nicht sein. Was du für uns tust, ist bewundernswert. Okay, wieder hier. Keinen Mucks, mein Freund. Leg los, Nix. Hör mal, ich bin immer gut zu den Ashiga. Ja? Füge dich dem Schwarm. Tja, das ist peinlich. Wenn wir so weitermachen, mögen sie uns nicht mehr. Zollt jener hier Respekt. Halte dich fern. Ja, jetzt nerv mich nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hier hinten. Okay. Vollkommen falsche Richtung. Na, probieren wir es halt nochmal. Wie werde ich es denn schaffen, Mann? Und schade, dass ich da nicht hochspringen kann, einfach. Niemand darf uns sehen. Klar, nix? Dann gehen wir mal so rum. Siehst du was? Wenn das eine Schwarmintelligenz ist, müssten ihr das jetzt eigentlich alle mitbekommen haben, oder? Direkt hier unter mir sagt er mir was. Was siehst du? Oh, oh. So, dann warten wir, bis der wieder weggeht und dann gehen wir hinter dem. Oha. Hoffentlich schaffen wir das mal schneller. Vorsichtig. Mal sehen, was wir finden. Da ist ein Computer.
Super. Na schön. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war... schnell. Schnell. Nicht für mich. Gar nicht Lust. Ist hier jemand? Ob ich jetzt hier nicht aufmachen kann. Siehst du was? Ist jemand in der Nähe? Jetzt hoffe ich, ich kann aufmachen und den direkt zusammenschlagen. Und der andere wieder weggeht. Hast du was, Kleiner? Was siehst du? Müssen wir den aber auch umhauen, sonst sieht der uns wieder beim Hacken. Du denn? Du hast eine Schlüsselkarte für irgendwas. Gut, gut zu wissen. Hoppa. Da beim nächsten. Ja, nicht sein. Upsi. Jawohl. Ist hier jemand? Jemand in der Nähe? Irgendwo hier muss doch den ihr Tresor sein. Die Schlüsselkarte muss mir auch irgendwas bringen. Warte mal, hier ging es irgendwo noch rein, ne? Erinnere mich. Super Sache.
10 Meter in die Richtung ist unten irgendwas. Unten ist irgendwie immer schwierig, finde ich. Hallo? Man sieht sich. Okay. Du bist uns gegenüber loyal. Lasse Vorsicht walten. Ja. Check ich noch nicht. 50 Meter in die Richtung. Minas Schatzposition. Zeigt er mir auch gerade nicht mehr an. Wenn ich hier hochgehe, sagt er mir unten. Ne, sagt er mir doch nicht. Oh, hier geht's auch nirgends nach oben oder so. Maximal ja durch die Tür. Tür, die sich nicht öffnen lässt für uns. Na, dann hilft's nichts. Dann sehen wir uns aber im nächsten Part wieder von Let's Play Star Wars Outlaws. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.